So. Guten Morgen, Welt. Mein Name ist Is und das ist viel zu früh morgens früh. Gerade, ich glaube, das ist 7:15. Das ist eine Zeit, die ich gar nicht wusste, dass es diese Zeit überhaupt gibt. Aber ich habe ein Radio-Interview heute bei Hitradio Namibia. Und ihr denkt sich ja, warum der Donner zu dieser Oki morgens früh 7:00 oder 7:15, noch schlimmer. Ich bin eigentlich noch so müde, aber egal. Business before pleasure. So, hier gehen wir. Ihr werdet gleich einen richtig coolen Typen kennenlernen. Das ist der Wilfried Hehner, der Owner, der Eigentümer von der Radio Station Hitradio Namibia. Der hat die vor knapp einem Jahr aufgemacht. Und ist sehr successful. Das Witzige ist an Hitradio, dass die sogar auch in Deutschland sehr viel gehört werden und in Österreich und der Schweiz mit dem Online-Stream. So, das ist eigentlich ganz nice. Vor allem, wir sind 10.000 Kilometer weg von all dem. Ist ja. Und das ist schon eigentlich ganz nice, deswegen like ich Internet. So, fuck. Okay. Funktioniert. Moin, Meister, wie geht's dir? Guten Morgen. Alles sorry, okay, Mann, ich bin wirklich spät. Ist okay, geht's dir gut? Gerannt jetzt, ja. Und diese ganze Umbaugeschichte. Ja, sehe, das ist echt eine Kacke. Du kannst schon mal da hinsetzen. Willst du einen Kaffee haben? Nee, danke. Ich trinke Hunger, ja. Herrlich. Moin. Hier sind wir. Konzentrieren, no, dann kann es gleich losgehen. No, wir haben nämlich nur noch eine Minute. Ja. Satisfaction. Wo ist Satisfaction? 7:18 ist es auf Hitradio Namibia und wie versprochen haben wir jetzt hier bei uns im Studio Is. Einen wunderschönen guten Morgen dir. Danke für deinen Überraschungsbesuch heute. Guten Morgen Namibia! Das ist Hitradio, moin, dass ihr reingeschaltet habt. Yo! Das bringt mich gleich zur ersten Frage. Wie machst du das eigentlich, dass du immer so gut gelaunt bist, so voller Energie? Was motiviert dich? Ich habe keine Clue. Ich weiß nicht. Ich denke, das ist... Also Musik in generell, wenn ich Musik höre, egal wie verschlafen ich gerade bin, so wie jetzt, weil es Biggie früh für mich, Musik macht so eine bestimmte Energie in mir, die, so das heißt, wenn ich so ein Beat wie 10 Bucks höre, da kann ich einfach nur leckeres, neues Good Feeling drauf machen, you know? Super, ich finde das toll, hoffentlich bleibt es auch für immer so. Sag mal, was machst du gerade in Namibia? Ich bin gerade hier für ein paar mehrere Musikvideodrehs. Ich habe ein paar Shows, habe ich. Ich habe viele Studioaufnahmen für mein neues Kwaito-Album, was Ende des Jahres rauskommt. Und da mache ich basically net die Finalization jetzt. Super. Von dem ganzen Album. 2012 war für dich persönlich, für deine Musik ein sehr erfolgreiches Jahr. Wie siehst du dieses Jahr? Hast du genauso viele Pläne? Ich denke, dieses Jahr wird noch besser. Ich habe so ein Feeling, weil das ist 2013. 13 ist meine Lucky Number. Ich habe jetzt schon so ein paar Dinger, wo die vor allen Dingen overseas in Deutschland jetzt gut ankommen. Ein paar große Festivals, Summer Jam hat Interesse gezeigt, die wollen mich da auf der Bühne haben. Also ist das größte Reggae-Festival in Europa fast, kann man sagen. Super. Also ich denke, das wird noch leckerer. Aber 2012 war auch schon lecker. Wir drücken dir natürlich ganz feste die Daumen. Du hast jetzt ein neues Lied herausgebracht. Was kannst du uns dazu sagen? Ich sag nur, es heißt Satisfaction. Ja, das ist richtig. Und dieser Song ist pure Satisfaction. Es ist ein Song, den habe ich mit Inusa Davuda zusammen gemacht. Das ist ein sehr bekannter Sänger aus Ghana, der im Ostblock sehr berühmt ist. Vor allem Russland hat der Best International Artist gewonnen und so weiter. Wir sind mit diesem Song, deswegen habe ich ihn auch extra mitgebracht, auf Platz 7 der Top 10 Charts in Polen eingechartet. Und das ist einfach amazing, weil das muss man sich mal imagine. Jetzt ein Song, den ich mache, geht in Polen in die Charts. Das ist, und in Charts zu kommen, ist gar nicht mal so easy. So, und dann noch auf Platz 7, das ist schon lecker. Aber ihr werdet hören, der Song ist eigentlich ganz nice, weil der, das heißt eigentlich, der ist bloody nice, weil der hat so ein House-Feeling dazu. So, ja, und wieder gute Laune. Super. Check, ich bin so ein Oki, der nicht gerne so früh aufsteht. So, man könnte sagen, genau das Opposite von deinem Morgen sieht mein Morgen aus, weil da liege ich noch im Bett und schlaf. So, aber dafür arbeite ich halt immer sehr spät bis in die Nacht rein. Ich bin eher so ein Nachtmuffel, wie man sagt.
dein Wummer Energiegetränk, wie läuft das an? Sehr gut, auf jeden Fall sehr gut. Ich hab, morgen habe ich ein The Wummer Concert im Warehouse. Morgen Abend fängt das an um 8 Uhr. Ladies haben sogar 10 Bucks Ermäßigung, also die sind 10 Bucks cheaper, dürfen die reinkommen. Ja, also Wummer Concert, Wambussieren wird da sein, wird das Ganze einleiten und dann werde ich nachher mit meinen Backing Dancers da eine große Show starten. Wir haben sehr viel Wummer Promotion dann auch morgen da. Ja, und ich habe ein Sixpack mitgebracht, das wir jetzt schon den Hörern verlosen können, wenn die Biggie Boomer brauchen bis morgen. Ja, was möchtest du unseren Hörern noch sagen? Nix, das Telefon klingelt gerade hier. Gut, sollen wir mal ran? Sollen wir mal kurz rangehen? Ja, mal rein. Gut, drauf. Das machen wir doch. Hit Radio Namibia, guten Morgen. Guten Morgen, wir sind Christiane hier. Guten Morgen, Anne. Christiane. Geht's gut heute Morgen? Ja, ich glaube, ich brauche ein Paket Boomer. Wir haben hier 6 Boomer stehen. Jetzt musst du mir nur sagen, wie heißt das Lied, das wir gleich hören werden von Ease? Satisfaction. Christiane Hass, du wirst diesen Preis dann im Laufe des Tages hier bei uns abholen. Vielen Dank. Super, vielen Dank auch. Und du magst die Musik von Ease? Auf jeden Fall. Super. Ich hoffe, dass dir das Lied jetzt auch gefällt. Satisfaction. Ich wünsche dir, Ease, alles Gute. Ja. Vielen Dank, dass du heute Morgen wieder da warst. Dann sehen wir dich hoffentlich bald wieder hier bei uns. Warum nicht? Dankeschön, dass ich immer wieder kommen darf. Es fühlt sich lecker hier an. So. Gerne, das freut mich. Alles, alles Gute dir. Viel Erfolg und hoffentlich ganz viele Besucher dann morgen Abend bei deinem Konzert. Auf jeden Fall. Im Warehouse Theater. Und hier ist Satisfaction, der neueste Song von Ease. Dir weiterhin viel Erfolg. Yes, yeah. Get out of my side. Ja, danke, dass ihr reingecheckt habt bei meiner Morning Session bei Hitradio Namibia. Ich hoffe, ihr habt das enjoyed. Eine neue Station. So, wenn ihr da reinhören wollt, ich werde den Link hier unten in der Description reinmachen. Dann kann man obviously streamen von der ganzen Welt aus. Das sind richtig coole People und das like ich, wenn eine Radio Station einen Independent Artist so supportet. Und deswegen will ich da auch immer gerne ein bisschen zurück supporten. So, das ist eigentlich ganz nice. Ja, cool. Danke, dass ihr reinguckt. Ich freue mich immer, wenn ihr meine Videos liked. Habt noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Ja, und shared den Shit, wenn ihr das denkt, das ist worth of sharing. Gute Nacht. Ease passes out now. Ciao. Jugend ist halt, ich weiß nicht, sie reden so, aber dann reden sie auch richtiges Deutsch heutzutage, muss man mal einfach sagen. Ne? Also Leute wissen schon, was richtiges Deutsch ist. Ne?